Yo, Leute, was geht ab? Haben wir wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Craft Beer in Minecraft Helden. Von ihr seht schon, WifiD ist gejoint und zwar, er hat mich angeschrieben. Chaos Flow wollte sich mit ihm treffen, Leute. Und ich weiß halt nicht, wie die Ampelkrieger zu Arrive stehen. Besonders das letzte Mal, als da was war, gab es diesen riesen Fight, wo irgendwie die A zu 8 waren, auf Ampelkrieger gegangen sind. Und Flo wurde ja auch, also beziehungsweise es wurde auch Flo gegangen. Und deswegen weiß ich nicht, was er mit der Wife vorhat. Deswegen bin ich online gekommen, er hat mich angeschrieben. Und ich werde das Ganze ein bisschen beobachten, Freunde. Und gucken, dass da nichts passiert. Ne? Also, wenn er reden will, soll er reden. Wenn da ein Kampf entsteht oder da vielleicht Leute kommen. Weil guck mal, Alphaschein online, der kann ja vielleicht mit Flo zusammen auf der Wife gehen. Ich weiß, Flo sei schon. Alphaschein will unbedingt der Wife einmal killen. Ente weiß ich nicht, wie er zu wem steht. Ich meine, klar, er hat sich ja letzte Folge entschuldigt. Aber vertraue ich ihm? Ich glaube nicht, Freunde. Deswegen bin ich da, als kleiner Bodyguard-mäßig. Wir sind ready, Leute. Mein Schild ist natürlich auch am Start, Freunde. Zack. Und die Langsamkeitspfeile, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Damit der Junge auch Bescheid weiß, dass wir ihn slowen. Ja, und er nicht abbauen kann, wenn er einen Fight machen will. Gut, Leute, ich würde sagen, wir warten jetzt hier, dass der Wife kommt. Dann let's go. Ja, ich glaube, da kommt der Wife. So. Yo. Was geht, Bro? Was geht? Was geht? Okay, okay, okay. Also Flo hat mir geschrieben, dass er sich treffen will. Und ich habe dir erzählt, ne? Letztens hat mich Ente ist hier rumgeschwommen die ganze Zeit, hat hier in unsere Kisten reingeguckt und hat die ganze Zeit Jokes gemacht. Und ich wette, irgendwie gehören die zusammen. Wie, wann hat er das gemacht? Bro, letztens, also ich habe doch ein bisschen noch breiter gebaut, die Plattform hier. Und während ich hier war, so ganz am Ende von meiner Folge, kam auf einmal Ente und hat hier noch, hier ist eure neue Base. Ich mache jetzt Screenshots von Koordinaten und Bro, keine Ahnung. Ente ist das hastig. Gestern habe ich mit Sue geredet über Ente und er hat Ente hingeholt, hat Ente aber rumgeholt und sich entschuldigt. Aber wegen dieser Knastsache nur. Bro. Ente ist genauso, wirklich, Ente ist genau wie Alphastein. Der babbelt den ganzen Tag. Ja, dem kannst aber, du nicht trauen. Aber, okay, was ich gar nicht verstanden habe, Bro, Flo will sich mit mir treffen. Und guck mal, ganz zufälligerweise ist Alphastein und Ente jetzt online. Ja, das habe ich auch gesagt. Genau, das ist der Grund, warum ich auch zum Glück, dass ich online bin. Bro, ich weiß genau, ich habe es auch schon bei Flo gesehen. Er hat schon gesagt, Wife hat ja auch noch 3 Herzen und so. 10er, die wollen mich heute angreifen. Aber ich sag dir ehrlich, Bro, ich bin ready. Ich habe mir alles equipped. Ich auch, ich auch. Ich habe 40 Goldäpfel dabei. Kurz. Ich mach ganz kurz. Boah, soll ich meine Rüstung reparieren? Ich muss eigentlich. Oder sagst du, ist egal. Habe ich Eisen dabei? Ne, ich habe kein Eisen dabei. Okay. Der will sich mit mir bei irgendeinem Haus treffen. Warte, wir sollen einfach Richtung Paulberger Burg schwimmen und dann kommt das wohl. Irgendwie am Ufer. Ich glaube, ich weiß welches. Komm mit. Warte, 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 warte. Bleib mal kurz hier, lass erstmal besprechen. Ja, ich muss mich irgendwo. Ich muss mich irgendwo verstecken, wo er mich nicht sieht. Wenn irgendwas ausbricht, dann komme ich dazu. Weil, Safe Call, ich weiß nicht, ob es eine Falle wird oder so. Aber wenn er sich im Haus treffen will, ist schon sass. Egal, ich werde aber reingehen. Und, vergiss nicht, dass ich auch nicht Schwarz gewechselt. Falls sie zu dritt auf mich warten, Bro, komm direkt rein. Du musst dich irgendwo hinstellen, dass du siehst. Mhm. Aber ich bin ready. Ich habe Enderperlen, ich habe alles als Hotkey schon bereit. Ja, also, ja, sehr gut. Das kann der Fight starten. Sehr gut, warte. Okay, okay. Sollen wir einfach hingehen? Ja, ja, ich glaube, wir müssen hingehen. Okay, ist einfach die Richtung hier, ne? Warte. Ja, einfach in die Richtung hier. Ey, warte, warte, warte. Lass, bevor wir hingehen, vorher noch einmal die ganze Landschaft abchecken. Einmal drumherum gucken. Ja, 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 gute Idee. Hier links ist das. Ja, das ist das, ne? Lass ein bisschen in eine Gruppe reingehen, dann können wir da reden. Okay, Bro. Oh nein, ich hab eine Enderperle geschmissen. Lass einmal bitte gerade drumherum gucken. Was? Ja, ich hab auch so gerade eine Enderperle geschmissen. Oh. Alles gut, ich bin schon wieder da. Hier ist schon ein Boot, hier ist schon ein Boot. Bei mir. Okay, warte. Lass einmal alles abchecken. Chaos ist im Haus, Chaos ist im Haus. Er ist schon im Haus, Bro. Ich sehe es oben, ich sehe es oben. Ist nur einer? Ich hab nur Chaos gesehen. Ja, das ist Chaos, Bro. Okay, 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 warte. Lass ein bisschen außen rum gehen. Ja, ich geh weit außen. Aber dahinter sind direkt Bäume, dahinter sind direkt Bäume. Ja, ich geh zu den Bäumen erstmal, Bro. Ich auch. Ich muss mit Enderperle moven, sonst ist es so auffällig. Okay, ich bin in den Bäumen. Seh dich. Ich geh mal auf die Bäume drauf. Das auch richtig leise, gehen. Die können es ja eh nicht hören. Ja, die können es nicht hören. Wir müssen auf die Bäume gehen, besonders weil, da können wir die Leute besser sehen. Bro, ich wette wirklich Geld, Alphastein ist hier. Der will dich auch die ganze Zeit killen. Ich habe ihm einfach mein Herz geschrieben. Bro, heute Fight gegen Alphastein wäre richtig geil. Das wäre halt ein 3 gegen 2. Wir müssen halt übel reinsweaten.
Aber ich würde es anders fühlen. Okay, ich seh Flo immer noch im Haus rumlaufen. Er wartet da so, also... Flo, ich sehe. Warte, die haben sich safe eingebuddelt. Ich gehe mal näher ran, aber unterirdisch. Ja. Warte, habe ich eine Schaufel dabei? Nee. Okay, ich stehe gut in einem Baum. Ich stehe gut in einem Baum, ich sehe alles. Okay, ja, also. Warte. Ja, Bro, ich gehe jetzt einfach ran. Ich gehe jetzt einfach ran. Ja, geh ran, oder? Bro, sobald schreib wir einfach irgendwie am Fighten sind. Ja, auch rein. Wenn ich dich sehe, versuch irgendwas komisch in den Chat zu schreiben, einfach was keinen Sinn ergibt. Einfach, ja, okay. Egal, Bro, wenn wir fighten, komm direkt rein. Ja, ich weiß. Keine Zeit verlieren. Und direkt drauf. Ja. Wir kloppen bis zum Tod jetzt. Wir ziehen durch. Okay. Ich geh rein. Ich geh aus der Gruppe raus. Ja. Oh. Okay, Freunde. Wir müssen jetzt nur aufpassen. Leute, da sind die zwei. Die wollen im Haus reden. Hat jemand geschrieben, er soll nicht vergessen, Schuhe zu wechseln. Oh Gott, also wir brauchen einen besseren Winkel. Okay, Freunde, also Wife baut sich da ein bisschen frei, sehr gut. Sehr wichtig. Hier sich alles gut durch. Was machen die da? Ich glaube, die reden jetzt erstmal. Aufpassen, dass keiner hinter mir ist. Okay, Leute, die haben beide Schwerter in der Hand. Okay, Leute, wir müssen echt aufpassen, ne, dass da kein Müll passiert. Angespannte Situation, Freunde. Okay, das ist ein bisschen komisch hier. Okay, jetzt sitzen die wieder. Okay, bisher ist auch alles okay. Die sind nur am Reden. Vielleicht will Flo wirklich schon ein Gespräch führen. Aber man weiß nie, wie was passieren kann. Was machen die? Gehe sie hier noch gut durch? Die kämpfen. Ich muss dazu. Ich bin da! Ich bin da! Wer holt jetzt hier den Gottes Kopfgeld, hä? Ey, stopp! Armia, stopp! Was? Was für ein Kopfgeld? Ich mach das Gute. Jemand hat Kopfgeld. Auf dich? Nee, auf dich hat auch jemand Kopfgeld ausgesetzt, Armia. Und ich wollte informieren, wer das ist. Das Ding ist, ich habe eigentlich kein Beef mit euch, also habe ich keinen Grund, den Auftrag zu erfüllen und habe ich auch keinen Bock. Weil ich meine, wir haben schon genug Feinde im Projekt, zum Beispiel Alpha Stein auch oder Ente. Hä? Aber wer hat dann Kopfgeld auf uns gesetzt? Jemand, der sich das eigentlich nicht erlauben sollte. Also ich sage nur so viel. Ich weiß, wer. Uns so oft verraten, dass mir egal ist. Es ist nicht Max. Nicht? Es ist jemand, der nur noch ein Herz hat und selber nicht mehr fighten will und stattdessen andere Leute schicken will. IT? Ich hatte mit IT von Tag 1 schon... Es ist Energy. No way! Wir haben es immer rausgeschnitten aus unseren Folgen, aber er hat Kopfgeld zuerst auf Amir und dann auf Awive. Also hey, dich sollte eigentlich Ben killen. Aber wir haben uns beide dagegen entschieden, weil wir es besser sehen, was Friedliches zu starten. Und Energy uns verraten hat, also erfüllen wir seinen Auftrag auch nicht mehr. Hey, aber warte mal. War Denergy nicht bei euch? Ja, war er. Und ist dann nicht hat er uns... bei euch? Nee, der ist nicht mehr. Alfie ist auch nicht mehr bei uns. Die muss alle verraten. Warte mal ganz kurz. Ich bin verwirrt. Also, du wolltest ein Gespräch mit Alfie haben. Du hast ihn gerade angegriffen, weil ein Kopfgeld auf ihn ist. Ich habe ihn nicht angegriffen. Du hast mich angegriffen. Du hast irgendwas geschrien mit Schwert oder Krieg oder ich. Keine Ahnung, ich war einfach zugeschlagen dann. Ach so. Oh, ich dachte, er war ein Flower. Ich hab nur Dings, deswegen bin ich nicht gekommen. Nee. Ja, das Ding ist, ihr könnt gerne mit Denergy euren Beef klären, weil ich glaube, der hat was gegen euch. Und mit einem Herz sollte er sich das nicht erlauben. Da muss ein Zeichen gesetzt werden. Also ich verstehe wirklich den Sinn nicht, weil Denergy ist halt ein Easy Clap. Warum macht er das? Er hat ein Herz. Weil der nicht dachte, dass ich euch das sage. Was hat er dir geboten dafür, dass du uns killst?
Genau, ein Full Dia Set Rüstung und ein Song. Und ein Song. Er bezahlt mit Songs, Bro. Das ist unterirdisch. Also. Okay. Ach, ja, das Ding ist, guck mal, wenn wir schon mal hier sind, ich glaube, wir ziehen zurzeit am selben Strang. Ah, ich habe gehört, Alpha Stein. Wir haben beide einen Stein, den wir aus dem Projekt haben wollen. Also sag mal so, wie es ist. Man nennt mich nicht umsonst den Steinabbauer. Yo. Aber wisst ihr schon Bescheid über seinen neuen Clan? Lass mich raten, Alpha Clan. Nee. Lass mich, ich weiß es nicht, aber lass mich. Ja, ist doch. Er, Ente, ja. IT und weiß nicht, Ente die auch? Alpha Clan wieder gründen. Ja, Ente safe auch, hat er gesagt. Guck mal, deswegen hat er mich ausspioniert. Ah. Ey, Flo, ich hätte gerade wirklich Geld wetten können, dass ich hier hinkomme und Alpha und Ente, weil genau jetzt sind die online gekommen. Dass genau die hier irgendwo noch warten und na, auf mich gehen. Wir haben Alfie letztens erst in zwei Fallen gelockt, also das wird jetzt nicht funktionieren. Okay. Und Ente steht aktuell noch in unserem Schussfeld. Den nehmen wir uns demnächst noch. Ja gut, der hat euch ja ziemlich eine schöne Bescherung ja mal da gelassen, ein paar Mal. Ja, Ben hat den richtig fertig gemacht. Ente hat im Kampf sein Schwert getroppt in Lava. Ach du Heiliger. Ja, aber warte mal. Ente hat damit dann Sue und so verraten. Stimmt, warte mal, ist Ente nicht bei denen? Ja, eigentlich ist doch Ente bei Sio und Königskriegen, aber wieso? Ich glaube, der ist gerade am Switchen. Boah. Krass. Okay. Aber das macht Sinn. Alter, aber wer ist jetzt gerade noch bei euch alles? Russik, Ben, Ryan und ich. Achso, okay. Hey, war Ryan nicht mit Gomme? Ja, es war Gambo. Wow. Okay. Ah, wow. Bro, was? Anderer kleiner YouTuber. Alpha Stein flüstert mir gerade zu, Bro, ihr hängt safe irgendwie zusammen. 100%. Alpha schreibt gerade jetzt, baitet, das war's für dich. Hä? Ich whisper ihm hinter aber dir. Aber was ist das für ein Zufall, dass er mir jetzt schreibt, während wir gerade reden? Mhm. Ja, ich habe ihm nicht geschrieben. Ich bin verfeindet mit ihm. Ich meine nur, wir können ein, sag ich mal, Bündnis schließen, so sag ich mal, während wir am selben Strang ziehen. Das Ding ist, wie steht ihr zu den Königskriegern? Gut. Ja, gut eigentlich. Okay, das Ding ist, aber das kann auch so bleiben, okay? Wir haben aber kein Abkommen, so wie ihr mit dem Pauper Grit damals habt. Also, wenn die Stress haben, haben die ihren eigenen Stress. Wenn wir Stress haben, haben wir unseren eigenen Stress. Okay. Das Ding ist, Alpha Clan ist mehr das Haupttarget. Wir können Königskrieger mal außer Acht lassen. Die sind auch mit uns noch stark verfeindet, aber das ist jetzt mal egal. Mhm. Wir dürfen nicht den Alpha-Clan wieder aufziehen lassen. Die will noch einen Alpha-Tower bauen in der Mitte, der ultra hässlich ist, wo man nicht griefen darf. Also ich will dir nichts sagen. Alpha, ey, ganz kurz, Alpha, flüstert mir zu, ich höre dich. Nee, er baitet. Ich habe ihm gerade geschrieben, hinter dir auch. Okay. Ja, du kennst Alpha-Stein, der ist am Trollen wieder. Okay, also wie gesagt, macht mit Information, dass Denergy Kopfgeld auf euch ausgesetzt hat, was ihr wollt. Okay. Könnt euch gerne mal mit dem treffen. Ja, das sowieso. Aber weißt du, was wir machen müssten eigentlich mal, weil wir hier gerade sprechen? Lasst uns mal vielleicht so die Tage mal einen Ort raussuchen, wo wir mal wirklich Ampelkrieger und Eiskrieger reden und dann reden wir mal über den Alpha-Clan und Alpha-Stein und sonstiges, weil der ist uns seit Tag 1, der ist uns seit 2 Jahren uns ein Dorn im Auge. Er hat immer Beef mit der Wife von mir. Ja, immer. Ja. Und den bin ich auch gefangen genommen mal, oder? Oder sowas? Ja, ganz am Bro, das war auch komplett lost. Das Ding ist, wenn wir ein großes Meeting machen mit Polberg-Rittern, euch und Ampelkriegern? Mhm. Wir reden über Alpha-Stein. Das Problem ist, ich sag dir ehrlich, ich hab so ein bisschen Paranoia vor so Meetings, weil ich habe gesehen, was bei eurem Meeting da abging. Ja, wir müssen den Spot einfach wählen, oder ihr sucht euch einen Spot aus für sowas. Eigentlich ist es relativ einfach. Ja. Wir bauen uns eine Plattform irgendwo auf dem Wasser, weil dann kannst du weder TNT darunter machen, daneben und oben dran. Eigentlich eine Plattform einfach mit Stühlen und Tischen. Das war's. Mehr brauchen wir nicht. Ja, aber guck mal. Vielleicht eine Glaswand, dass man nicht von außen abgeschossen wird. Ja, was ist mit einem Glashaus oder einer Glasburg? Ja. Ja, das Wichtige ist, dass unten drunter auch alles sichtbar ist. Das heißt, auf dem Wasser irgendwo. Ja, safe. Weil dann kannst du, dann musst du keinem vertrauen, weil dann siehst du ja auch alles, was drunter ist. Ja, aber das Ding ist, Ente ist ja auch euer Feind jetzt, oder? Ja. Ente ist auf jeden Fall. Und das Ding ist, Ente hat genau wie ich das hier. Ja. Aber okay. Ich denke mal, die werden. Wir machen es auch schlau. Ob das Gas auch so viel bringt. Nein, wir machen es schlau. Wir machen diese Glasplattform ziemlich groß und ohne Wände. Das heißt, wenn du das in die Hand nimmst und aufstehst von deinem Platz auf, wo die Ampelkrieger sitzen, dann können die anderen alle abhauen. Und dann kannst du nichts machen. Ja, lass uns erstmal überlegen. Guck mal, lass uns erstmal besprechen, Amir. Naja. Weißt du was, wir überlegen uns was und wir quatschen nochmal, ob sowas instande kommt oder ob wir vielleicht einfach einen großen Gruppencall machen. Safe. Ja. Aber du hast erledigt, meine Kopfgeld! Nicht Spaß. Spaß, das war krass.
Okay, alles klar. Also klärt man alles. Ich nehme mal aus unserem Treffen hier mit, dass wir jetzt neutral plus zueinander stehen. Und wir fokussieren uns mal auf den Alpha-Clan. Genau. Ja. Also wir haben nichts gegen euch geplant auf jeden Fall. Ich würde zwar gerne noch einmal mit Ben reden. Bitte? Ja, ich organisiere ein Meeting, wo wir Ampelkrieger und Eiskrieger sind. Ja, das ist richtig. Sprechen wir dir noch Riley dazu? So ja, sowieso. Alles klar. Gut. Okay, dann macht's gut. Ja, mach's gut. Pass auf dich auf, ciao. Lass uns mal zurückgehen. Bleib mal hier, warte. Bro, ich hab übel das komische Gefühl, ne? Shift, damit du ruhig bist. Der hört uns. Bro, ich weiß echt nicht. Was denkst du? Ey, wir müssen Denergy halt einmal schnappen und mit dem reden, ne? Bro, er hat mich gerade... Guck mal, das war doch kein Zufall. Er schreit irgendwas mit Krieg. Ich hatte Axt schon in der Hand wegen Schildbrechen. Ich schlag ihn einmal und man hört direkt, dass du kommst. Er hat direkt so getan, ich hab nichts gemacht. Bro, ich muss mir meine Aufnahme noch angucken. Er hat irgendwas gesagt mit, dass er sich jetzt das Kopfgeld holt oder so. Ja, guck mal. Auf einmal hat er wieder zurückgerudert. Weißt du, was das Ding ist? Was denn? Wir lassen die denken, dass wir den glauben. Aber wir müssen halt nochmal, wir müssen auf jeden Fall eine Spionagemission machen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Safe. Wir müssen irgendwie herausfinden. Bro, weil denen zu vertrauen ist, boah, ist schwierig, ne? Nee, wir müssen den, deswegen sage ich ja, wir müssen irgendwas am Wasser bauen, weil da können wir jederzeit schnell abhauen. Und dass wir nur die haben. Wir sagen Sue vorher Bescheid, dass wir unser Treffen, dass Ente nicht irgendwie, wenn er noch mit Ente zu tun hat oder dass die dann nicht reingehen oder so, weißt du? Wenn die jetzt wirklich Alpha-Clan gründen, was ist das? Alpha-Clan, Bro. Oh, dann ey, kein Problem. Wir machen das, was wir immer gemacht haben, den Alpha-Clan zerstören. Ja. So, und dann sagen wir, Sue und sonstigen Bescheid, dass sie nicht zu dem Treffen kommen können, dass wir uns wirklich nur darauf konzentrieren, dass die nichts machen. Ja. Und dann, vielleicht finden wir heraus, wo die sich treffen oder so, und dann können wir mal spionieren. Und dann finden wir heraus, ob das ist. Oh, ich will auf jeden Fall einmal, Denergy macht irgendwie keinen Sinn gerade. Bro, Denergy macht ein Kopfgeld auf uns. Freunde, wir machen so und dann ist Denergy aus dem Projekt raus. Also das soll nicht abgehoben oder so klingen, aber Denergy spielt seit 2 Wochen Minecraft. Was will der von mir? Hä? Er kommt zu mir immer, sagt, Bad Boys. Und jetzt macht er ein Kopfgeld. Ja, da, Bro, er sagt, Banks und Chaos, wo sie uns killen sollen, hä? Lass uns mal mit Denergy treffen und den mal in so einen guten alten Bunker, den wir früher Enter YouTube in 2 mal reingesteckt haben. Ich mach kein richtiges Treffen, wir packen uns den. Ja. Und dann kann er sich schön vor uns entschuldigen und uns ein paar Sachen schenken. Oh mein Gott, ich lass den. Der soll bellen für mich. Der wird bellen. Oh Mann. Ja, aber Bro, ich sag dir ehrlich, ich hab übertrieben Bock, dass wir jetzt mal richtig reinstarten, ne? Ja, wir müssen auch noch mit Reini reden. Ja, wichtig. Freunde, ich sag euch ehrlich, auch gerade zum Hintergrund, wir sind so gottlos am PvP üben den ganzen Tag. Ich hab so Bock, jetzt mal richtig wegzufighten hier irgendwen. Aber halt nicht Denergy, weil das ist ein bisschen langweilig. Ja gut, da kann ich auch mit Eisen deswegen, reingehen. Ich weiß halt auch echt nicht jetzt mit Bangs und Flo. Wir reden wirklich mal in Ruhe mit denen, aber lass die echt irgendwie nochmal ausspionieren. Ich kann mir vorstellen, wenn die sich, weil guck mal, Flo ist alleine. Ich kann mir vorstellen, wenn Banks und so da ist, dass die wieder ganz anders reden. So, die denken jetzt, dass wir verbündet sind. Bro, keine Ahnung. Und niemals ein Meeting machen mit so vielen Leuten. Auf gar keinen Fall. Das können wir nicht riskieren. Ich weiß, was du denkst. Ja, deswegen, ich habe erst gesagt, was man machen könnte, wäre halt so Glasdinger. Dann so jeder kann seine eigene kleine Mini-Glas-Plattform mit so Dingern und dann, wenn irgendwas machen will, kann man direkt abhauen. Ja, machen wir. Ah. Ja, gut. Sollen wir zurück? Ja. Zurück. Okay, easy. Okay, Leute, wir gehen jetzt zurück. Das war das ganze Ding gewesen. Wie wir das Ganze weitergehen, werden wir uns Denergy schnappen, Leute. Das werdet ihr alles in den nächsten Folgen erfahren. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein. Euer Amir. Ciao.